Wasser, das kostbarste Gut der Erde. Um dieses zu schützen, müssen Abwässer entsorgt werden und dürfen nicht in den natürlichen Kreislauf des Wassers gelangen. Ältere SalzburgerInnen mögen sich noch daran erinnern. In den 70er Jahren waren die Salzach und ihre Zuflüsse durch private und industrielle Nutzung stark verschmutzt und praktisch tote Gewässer. Massive Anstrengungen in den 70er Jahren haben dazu geführt, dass die Salzburger Gewässer heute eine hervorragende Wasserqualität aufweisen. Verantwortlich dafür zeichnen seit 50 Jahren im Flachgau der Rheinhalteverband Großraum Salzburg und im Tennengau der Rheinhalteverband Nord. Unsere Aufgaben sind prinzipiell darin begründet, eben die Gewässer reinzuhalten. Das heißt, wir sammeln Abwässer aus den Mitgliedsgemeinden, aus den Ortsnetzen durch die Ortskanäle, leiten sie hier in die Kläranlage, haben die Aufgabe, diese Abwässer dann zu reinigen, heißt, sie auf einen so hohen Reinigungsgrad zu bringen, dass man sie getrost wieder an die Salzach, also an die Natur zurückgeben kann. Gegründet wurden beide Rheinhalteverbände im Jahr 1974. Schon zu Beginn galt es, viele Hürden zu überwinden, wie zum Beispiel geeignete Standorte zu finden oder die Finanzierung von damals 2,5 Milliarden Schilling, umgerechnet 183 Millionen Euro, für beide Verbände. Durch den daraus resultierenden Kanalbau im Einzugsgebiet sind 97% der Haushalte an die öffentliche Kanalisation angebunden. Darüber hinaus bestehen mit den Verbänden Oberndorf und Eichental und mit den bayerischen Gemeinden Laufen, Einring und Marktschellenberg Kooperationen. Die 1986 in Betrieb genommene Kläranlage in Sickerwiesen ist eine der größten in Österreich. Bei uns kommen im Jahr ca. 30 Millionen Kubikmeter Abwasser an. In diesem Abwasser sind natürlich auch organische Störstoffe enthalten, wie Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff, und diese müssen abgebaut werden, um nicht im nachgeschalteten Gewässer zu einer Überdüngung zu führen. Überwacht werden diese Abbauprozesse vom hauseigenen Labor. Wir betreuen chemisch-analytisch die Kläranlage, das heißt, wir haben Probenehmer aufgestellt draußen, 24-Stunden Probenahme, und es muss ja auf das, was reinkommt in die Kläranlage, bis das, was rauskommt, gemessen werden. Wir bieten eben der Anlagenleitung viele Werte an und die Anlagenleitung kann dann damit eben die Kläranlage fahren, wie es heißt. Die biologische Kläranlage in Sickerwiesen ist für rund 680.000 Einwohnerwerte ausgelegt. Der Einwohnerwert, oder kurz EW genannt, ist der in der Wasserwirtschaft gebräuchliche Vergleichswert für die in Abwässern enthaltenen Schmutzfrachten. 120.000 EW sind für den Rheinhalteverband Nord reserviert. Dieser hat seinen Standort in der Gemeinde Anniff nahe der Grenze zur Stadt Salzburg und der Salzach gefunden. Der Tennengauer RHV betreibt keine eigene Kläranlage, sondern sammelt die Abwässer von neuen Gemeinden, hebt diese und leitet sie dann ein in das Abwassernetz der Stadt Salzburg. Also wirtschaftlich ist es momentan die beste Möglichkeit und die günstigste Möglichkeit, Abwässer ordnungsgemäß zu entsorgen. Das heißt, wir müssen uns vernetzen, zusammenhängen. Wenn das jeder für sich machen würde, ist das wirtschaftlich fast nicht stemmbar. 33 Mitarbeiter kümmern sich um die rund 300 Kilometer Kanäle und 38 Pumpwerke, die im Zuständigkeitsbereich des RHV Tennengau Nord liegen. Überwacht wird das System in der modernen Kommandozentrale. Für die Abwasserentsorgung der Zukunft ist noch ausreichend Spielraum vorhanden. Hydraulisch haben wir noch genug Spielraum und Entwicklungspotenzial vorhanden für diese Region. Wir haben da auch noch bei der Kläranlage noch einige Reserven zur Verfügung. Was im Raum steht, ist die vierte Ausbaustufe der Kläranlage. Das heißt, Medikamente, Mikroplastik und der Richtung wird ein Thema der Zukunft werden, ist aber noch nicht klar, in welcher Größenordnung das funktionieren soll. Die kommunale Abwasserrichtlinie der EU, die in naher Zukunft umzusetzen ist, sieht eine vierte Reinigungsstufe zur Eliminierung von Mikrokunststoffen und Rückständen von Arzneimitteln sowie Kosmetika vor. Diese und noch weitere Vorgaben erfordern Investitionen in Millionenhöhe und werden den laufenden Betrieb wesentlich teurer gestalten. Bei der internen 50-Jahr-Feier betont Bürgermeister Bernhard Auinger die Wichtigkeit der Arbeit der Rheinhalteverbände. Ebenfalls erfreulich ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis. Das erfreut natürlich alle Bürgermeister, die hier Mitglied sind und auch für Finanzen zuständig, dass dieses Unternehmen nicht nur ein Nachhaltigkeitsunternehmen ist, sondern auch wirtschaftlich sehr, sehr gesund und eigentlich sich die Investitionen auch durchaus immer wieder selber verdienen kann. Gefeiert wurde der 50er in einem Partyzelt ganz im Stile der 70er Jahre. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
waren auch ehemalige Wegbegleiter sowie Bürgermeister und Bürgermeisterinnen eingeladen. Bei Kulinarischem aus der Gründerzeit konnte ganz entspannt über Geschehenes und Zukünftiges geplaudert werden. Wir arbeiten ja die meiste Zeit logischerweise im Verborgenen, stehen auch dazu. Aber ab und zu quasi tauchen wir auch auf aus dem Untergrund und sagen, wir sind da, wir machen viel. Und wir sind stolz darauf, was die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist. Würden sich die Reinhalteverbände nicht 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr um das Abwasser kümmern, würde das Wasser vermutlich baden gehen.